Stuttgart Ende Juni. Randalierer zerstören Schaufenster, plündern Geschäfte. 32 Ermittler werden verletzt. 40 Tatverdächtige wurden inzwischen ermittelt. Jetzt will die Stuttgarter Polizei die genaue Herkunft der mutmaßlichen Täter recherchieren. Deshalb wird in einzelnen Fällen die Nationalität der Eltern und nur der Eltern von Tatverdächtigen durch Anfragen beim Standesamt erhoben, um zu klären, ob ein Migrationshintergrund gegeben ist, teilt das Polizeipräsidium in einem Statement mit. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster sieht darin kein Problem. Ich kann beim Vorgehen der Polizei Stuttgart keinen Fehler erkennen, sagte der Innenexperte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Soziologische Täteranalysen sind nach solchen Exzessen polizeilicher Standard. Wie soll die Polizei denn sonst zielgerichtete Strategien und Präventionsmaßnahmen für kommende Lagen entwickeln? Selbst bei Verdächtigen mit deutschem Pass will die Polizei laut Stuttgarter Zeitung die genaue Herkunft ermitteln, um festzustellen, ob ein Migrationshintergrund vorliegt. Scharfe Kritik auf Bundesebene. Die Polizei muss gegenüber allen Menschen gleichermaßen ermitteln, wenn sie eine Straftat begangen hatten oder wenn sie einer Straftat verdächtigt sind. Das hat überhaupt nichts mit der Abstammung der Menschen zu tun, ob sie Eltern mit oder ohne Migrationshintergrund haben. Auch Verfassungsrechtler sehen das als Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Es muss einen Grund geben oder Gründe geben, die einen Eingriff in sein Persönlichkeitsrecht rechtfertigen. Und für die Polizei besteht überhaupt kein Grund mehr, irgendwelche Stammbaumforschungen zu machen. Und erst recht nicht, diese öffentlich zu machen. Denn auch das soll die Polizei laut des Berichts vorhaben.